Hallo und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat erneut einen relativ ruhigen Handelstag hinter sich. Im Gegensatz zum Montag schloss er diesmal aber leicht in der Gewinnzone. Der DAX beendete den Tag gestern mit 14.422 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,3% bzw. 42 Zählern. Schauen wir nach Frankfurt zu Viola Grebe. Viola, bisher haben wir zwei ruhige Handelstage in dieser Woche erlebt. Wird sich das heute ändern? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Immerhin wurde es ja gestern dann auch noch ein freundlicher Handelstag und ein eben solcher Handelsauftakt, der deutet sich im Moment an. Also die Stimmung ist nach wie vor nicht schlecht. Viele hoffen und schielen ja schon in Richtung Jahresendrallye. Die große Frage ist jetzt, werden die Corona-Zahlen aus China dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen? Das ist im Moment was den Markt so ein bisschen vorsichtiger gemacht hat zuletzt und was man weiter im Auge behält. Das andere sind die Hoffnungen auf doch ein bisschen ein langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA. Insofern wird man auf einen Termin sehr genau schauen. Heute Abend für uns aber eben nachbörslich die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls. Ansonsten vorgabenseitig nicht ganz so viel los heute Morgen in Asien. Feiertagsbedingt kein Handel in Japan. Beim Hang Seng und Shanghai Composite sehen wir immerhin grüne Vorzeichen und deutliches Grün auch gestern an der Wall Street. Ein Plus von 1,2% beim Dow Jones, der damit auch wieder auf dem höchsten Stand seit August unterwegs war. Also dementsprechend ganz gute Stimmung auch hier. Fed-Protokoll muss man jetzt abwarten. Und da in den USA ja morgen dann Thanksgiving gefeiert wird, somit eine verkürzte Handelswoche ist, wird heute quasi in den Terminplan noch einiges reingequetscht. Also neben dem Fed-Protokoll haben wir heute noch zum Beispiel Einkaufsmanager-Indizes, sowohl aus der Eurozone, aber auch aus den USA. Da noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, um nur ein paar Daten zu nennen. Aber der DAX dürfte, wie gesagt, erstmal freundlich in den Tag starten. Und das ist doch die Nachricht, die wir hören wollen. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Rheinmetall. Rheinmetall hat zuletzt mit einer Übernahme für Aufsehen gesorgt. Die Aktie befindet sich seit März 2020 in einem intakten, langfristigen Aufwärtstrend. Im Juni setzte dann eine Korrekturphase ein. Nach dem jüngsten rasanten Anstieg sind die Bullen aktuell in allen Zeitebenen am Ruder. Aus technischer Sicht würde jetzt allerdings eine Verschnaufpause nicht überraschen. Anleger sollten deswegen zwei Unterstützungen genau beachten. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.